Der KSC Berlin wird präsentiert von Puschwalich Legal, Anwälte für Arbeitsrecht. 19. Spieltag der Volleyball-Bundesliga 2012-2013. Für die Schmetterlinge des Köpenicker SC stand das vorletzte Heimspiel in der Hauptrunde auf dem Programm. Und auf die Köpenickerin wartete dabei eine echte Herkulesaufgabe. Mit dem Schweriner SC gastierte nicht nur der deutsche Meister, sondern auch eins der 12 besten Teams der diesjährigen Champions League in der Wuhlheide. Trainer Hilferer Coutinho mit den letzten Anweisungen an seine Mannschaft, die dem hohen Favoriten so gut wie möglich Paroli bieten wollte. Bereits nach 8 gespielten Punkten beim Stand von 3:5 aber der erste Rückschlag. Pia Riedel war bei der Landung unglücklich mit dem Knöchel umgeknickt. Für sie ging es nicht mehr weiter. Die erste Diagnose lautete Verdacht auf Außenbandriss. Genaueres wird sich am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung herausstellen. Ihre Teamkolleginnen mussten die folgenden 5 Punkte in Serie abgeben, sodass Anne Beuys mit dem 10:3 den Blitzstart für die Gäste perfekt machte. Die Coutinho-Schützlinge mussten sich erst einmal neu sortieren. Für Riedel war nun Veronique Skorupka in der Partie. Es blieb aber dabei, dass Schwerin sicher und souverän in Richtung Satzführung marschierte. Der Block gegen Ilona Dröger bedeutete das 17:11. Vor allem im Netz machten sich die Größenvorteile des Schweriner SC mit gleich 3 Spielerinnen über 1,90 Meter bemerkbar. Der hohe Favorit sicherte sich den ersten Durchgang mit 25:17. Trainer Coutinho in der Satzpause mit dem Versuch, sein Team neu einzustellen und der KSC in Satz 2 tatsächlich auf Tuchfühlung. 8:7 Führung zur ersten technischen Auszeit. Coutinho experimentierte dabei Mitte des zweiten Durchgangs. Mittelblockerin Rebecca Pavin half auf der Diagonalposition aus, während Neuzugang Brittany Brimage im Block agierte. Vero war noch nicht sehr konstant und wir haben versucht, ein bisschen zwei Mittelblocke, eine Diagonale, eine Mittelspiel. Zum Satzende brachte Coutinho dann aber wieder Skorupka. Die Schmetterlinge hatten sich durch eine zumindest kämpferisch gute Leistung in Durchgang 2 an den Gästen festgebissen, machten es dem Top-Team aus Schwerin in dieser Phase so schwer wie nur möglich. Beim Stand von 21:20 dieser lange Ballwechsel zwischen den angriffsstarken Schwerinerinnen und den Schmetterlingen, die noch einmal alles aus sich herausholten. Am Ende aber ging der Punktgewinn durch Quinta Steenbergen an die Gäste. Nach 50 gespielten Minuten gab es dann die Satzbälle für den Schweriner SC und Anne Buys vollendete für den deutschen Meister mit dem 25:22 zur 2:0 Satzführung. KSC-Coach Coutinho blieb nicht viel mehr, als dem starken Gegner ein Kompliment auszusprechen. Die deutsche Meister kommen von gutem Rhythmus, haben die ganze Zeit in der Champions League gespielt, aber gutes Spiel für den Schwerin. Vor dem dritten Satz dann aber nochmal die Motivation von Coutinho an sein Team. Man wollte trotz des 0:2 Rückstands weiter dagegenhalten. Der Start machte die Hoffnung aber schnell zunichte. Nach dem Punkt durch Lucia Hatinova stand es 5:14 aus Sicht des KSC. Trainer Coutinho probierte in der Auszeit nochmal alles. Es ist sehr schwer. Ich meine, du musst viel motivieren und viel Vertrauen geben. Ne? Viel, viel, viel Vertrauen. Aber die Mädchen brauchen dieses Vertrauen. Die Gastgeberin kam noch mal etwas heran, das Spiel war aber natürlich entschieden. Erneut Quinta Steenbergen mit einem ihrer 10 Punkte zum 16:10 für den Schweriner SC, der kurz darauf die Matchbälle hatte. Der letzte Angriff von Rebecca Pavin landete im Aus und besiegelte mit dem deutlichen 11:25 die 0:3 Niederlage gegen den Bundesliga-Spitzenreiter. Trainer Ferrer Coutinho war von der Vorstellung seiner Mannschaft trotz des schweren Gegners etwas enttäuscht. Ich hatte viele erwartet, aber die Mädchen weiß noch nicht, was passiert, aber die Mädchen weiß, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Angst gehabt. Aber ich weiß noch nicht, was passiert heute. Eine Woche haben die KSC-Schmetterlinge nun Zeit, die Partie gegen den Liga Primus aufzuarbeiten, bevor man am nächsten Sonntag zum Tabellenvierten Wiesbaden muss. Das nächste und letzte Heimspiel der regulären Saison gegen den VCO Berlin steht dann am 23. Februar auf dem Terminkalender.